Eine Sache macht die Bundesliga so stark. Sie ist einfach extrem ausgeglichen. Nicht nur der Kampf um die Meisterschaft ist spannend, sondern auch das Rennen dahinter. Jetzt im Saisonfazit kümmern wir uns um die Plätze 7 bis 12, also das Mittelfeld. Mit dabei, natürlich wie ihr hier schon seht, Eintracht Frankfurt. Also lasst uns keine Zeit verlieren, los geht's. Bei Mainz 05 sind alle super happy. Der Klassenerhalt ist geschafft, der Karnevals- bzw. der Fastnachtsverein darf zum 11. Mal in Folge in der Bundesliga spielen. Selbstverständlich ist es nicht, Trainer Sandro Schwarz hat dazu gesagt, Zitat, es ist schwierig für uns als Club, andere Ziele herauszugeben. Ich war ja vor kurzem dort, habe ein Interview mit Anthony Ucha geführt. Das findet ihr oben im i und das war total krass, denn einige Mitarbeiter sitzen dort in einem total heruntergekommenen Container. Und genau das zeigt, es wird das ganze Geld irgendwie zusammengekratzt, um sportlich konkurrenzfähig zu sein. An anderen Stellen fehlt halt dann das Geld. Gerade deshalb habe ich vor der Leistung, die sie jedes Jahr abliefern, höchsten Respekt. Nun ja, zurzeit gibt es im Fußball oft das Thema Umbruch. Bei Mainz 05 gab es in dieser Saison auch einen radikalen Umbruch. Verantwortlich dafür war eine Negativserie im Februar und im März. 7 Niederlagen in 8 Spielen, die Folge Daniel Brosinski, naja, Stammplatz verloren. Stefan Bell, Stammplatz verloren. Kapitän Nico Bungert fehlte da schon wegen muskulären Problemen. Also, die Führungsspieler saßen nur noch auf der Bank oder sogar auf der Tribüne. Plötzlich stand eine blutjunge Mannschaft auf dem Platz. Im Schnitt 22,5 Jahre alt, ein Risiko, keine Frage. Aber es hat sich ausgezahlt. Der Endspurt von Mainz war richtig, richtig nice. Das fulminante Remis gegen RB Leipzig, der Sieg im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt und am letzten Spieltag auch noch der Sieg gegen 1899 Hoffenheim. Da hat man die TSG wirklich weggeballert. Am Anfang der Saison habe ich noch gesagt, Mainz 05 ist die graue Maus der Bundesliga. Und ehrlich Leute, mit so Leistungen bekommt man genau dieses Image weg. Hertha BSC ist ganz schön abgestürzt. Zu Beginn der Saison haben schon viele von Europa geträumt. Und ehrlich, da gehört ein Hauptstadtclub auch hin. Nach 6 Spieltagen lag die alte Dame auf Platz 3. Der Sieg gegen den FC Bayern war ein riesiges Ausrufezeichen. Das Umschaltspiel wirklich 1A vor dem Tor eiskalt. Ich habe das im Stadion gesehen, das war wirklich beeindruckend. So, aber genau dieses Spiel war auch der Wendepunkt. Waren die Spieler zufrieden? Bestimmt. Hat die Einstellung nicht mehr gestimmt? Vielleicht. Gegen die kleinen Teams konnte man keine Top-Leistungen zeigen. Das hatte auch Manager Michael Preetz kritisiert. Dazu war man in der Offensive zu ungefährlich. Man tauchte viel zu selten vor dem Kasten des Gegners auf. In dieser Saison gab es nur 397 Schüsse aufs Tor. Nur die Absteiger haben noch weniger aufs Tor des Gegners geschossen. Der wichtigste Grund für den Einbruch war aber was ganz anderes. Und zwar, naja, die vielen Verletzungen. Dazu sagte Spieler Maxi Mittelstädt, Zitat, die Verletzungen von Stammspielern haben uns aus der Bahn geworfen. Tja, die Liste ist wirklich lang. Wirbelwind, Javaro Dilrosun fehlte ein halbes Jahr. Mittelfeldmotor Marco Grujic hatte Probleme mit dem Sprunggelenk. Ohne ihn konnte das Team in dieser Zeit nur 2-mal gewinnen. Dazu brach mit Niklas Stark und Karim Rekik die komplette Innenverteidigung zeitweise weg. So kriegst du einfach die PS nicht mehr auf die Straße. Tja, die Rückrunde lief mal wieder katastrophal. Wie eigentlich jedes Mal unter Trainer Pal Dardai. Die Beine waren schwer, die Spieler haben sich wenig bewegt. Da könnte man schon von so einer Art Standfußball reden. Die Laufstatistik zeigt nämlich, man ist nur 3850 Kilometer gelaufen. Nur ein Team war noch weniger auf dem Platz unterwegs. Um es also mal auf den Punkt zu bringen, mit diesem Fußball gewinnst du keinen Schönheitspreis. Und genau deshalb gibt es jetzt im Sommer einen Neustart. Und der ist auch bitter nötig. Kommen wir zu Fortuna Düsseldorf. Vor der Saison hieß es, das ist der Absteiger Nummer 1, man hat den schwächsten Kader der Liga, keine Chance im Oberhaus und so weiter und so fort. Tja, aber so können wir uns alle täuschen. Die Fortuna ist definitiv die dickste Überraschung der Saison. Das liegt auch am Trainer, Friedhelm Funkel. Seit knapp 30 Jahren im Geschäft, fast 1300 Spiele im Profifußball absolviert. Erst als Spieler, dann als Trainer, er ist ein absoluter Fußballfachmann. So Typen, und das Wort Typ passt hier perfekt, wie er, sterben einfach aus. So hektisch wie aktuell ist das Profigeschäft noch nie gewesen. Wer nicht sofort Erfolg hat, wird aussortiert und viele junge Trainer verlieren deshalb auch die Nerven. Siehe mal meine HSV-Analyse vor kurzem. Funke ist dagegen echt ein Ruhepol. Egal wie schlecht es am Anfang der Saison lief, er hat immer akribisch gearbeitet und vor allem auf Menschlichkeit gesetzt. So hat er zum Beispiel Dodi Lukebakio zum Torjäger gemacht.
Am Anfang hatte der Junge noch Probleme mit der Disziplin. Er kam zum Beispiel mal zu einer Teamsitzung zu spät, flog deshalb aus dem Kader, eine wirklich harte Strafe, aber nur so lernt man Disziplin und eine Sache lernst du in Deutschland und das ist eben die Disziplin. Luke Bacchio hat selbst gesagt, Zitat, ich bin so glücklich darüber, was Düsseldorf für mich getan hat. Sie haben mir Liebe gegeben und mir sowohl sportlich als auch menschlich eine Menge beigebracht. Jeder kennt natürlich seinen Dreierpack beim FC Bayern. Quasi im Alleingang hat er die Abwehr ausgehebelt. Und ein Jerome Boateng sah da ziemlich blöd aus. Nun ja, nächste Saison wird Fortuna Düsseldorf wieder ein riesengroßer Außenseiter sein. Aber das Wunder vom Klassenhalt könnte dann nochmal gelingen. 1899 Hoffenheim hat sich deutlich mehr ausgerechnet. Vor der Saison sagte man noch so ganz erlaub, ja, deutscher Meister, wieso eigentlich nicht? Tja, die TSG wollte deutlich weiter oben mitspielen. Da ist man aber vor allem an sich selbst gescheitert. Da habe ich ein paar Zahlen und Statistiken für euch rausgesucht. Die Chancenverwertung spielte eine ganz entscheidende Rolle. Insgesamt 609 Schüsse aufs Tor. Um euch mal zu zeigen, wie krass diese Zahl ist, der Drittplatzierte in dieser Liste hat fast 100 Schüsse weniger abgegeben. Wichtig ist hier zu sagen, Hoffenheim hat auch mit Abstand die meisten Alu-Treffer auf seinem Konto. Meistens dominierte also die TSG die Spiele, verpasste es aber, den Sack frühzeitig zuzumachen. Und genau das hat sich am Ende dann auch gerecht. Insgesamt 26 Mal führte man. Und jetzt haltet euch fest, ich mache das auch, die Hälfte dieser Spiele gab das Team noch aus der Hand und fuhr eben nicht den Sieg ein. Da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt so etwas? Und ich denke, Trainer Julian Nagelsmann hat sich viel zu oft vercoacht. Während des Spiels stellt er immer wieder das System um und überfordert damit ein Stück weit seine Spieler. Andrej Kramaric hat dazu gesagt, Zitat, wir sind keine Roboter, sondern Menschen. Oft hören oder verstehen die Spieler die Anweisungen von der Seitenlinie nicht sofort. Sie brauchen ein paar Minuten Zeit, um das alles umzusetzen. Tja, und genau in dieser Zeit laufen sie wie wilde Hühner herum und das kann der Gegner eiskalt ausnutzen. 1899 Hoffenheim spielt nächste Saison also nicht international. Das tut dem Club weh, denn das Team könnte auseinanderfallen. Der Trainer ist eh schon weg. Der Transfer von Nico Schulz zum BVB steht auch schon fest und das könnte nur der Anfang sein. Mal schauen, wie die TSG nächste Saison aufgestellt ist. Werder Bremen hat die Europa League wirklich so knapp verpasst. So richtig traurig oder sauer ist man trotzdem nicht. Ein Plakat habe ich am letzten Spieltag gesehen und zwar, das war erst der Anfang. Bei Werder ist wieder eine klare Handschrift zu sehen. Die Raute gibt es nicht nur hier auf der Brust, sondern auch auf dem Spielfeld. Man möchte selbst den Ball haben. Im Schnitt liegt Werder bei 51,2% Ballbesitz. Es gibt einen genauen Matchplan, der vor allem in Topspielen klappt. Werder ist zwar jeweils hauchdünn am FC Bayern gescheitert, aber gegen den BVB gab es letztens ein Unentschieden und RB Leipzig bzw. Bayer Leverkusen wurde sogar besiegt. Drei Teams, die jetzt in der Königsklasse spielen und mit denen war man mindestens auf Augenhöhe. Das liegt auch am breiten Kader. Auf der Bank sitzt enorme Qualität. Egal wer reinkommt, er bringt neue Facetten ins Spiel. Nicht nur Claudio Pizarro, der ja der älteste Bundesliga-Torjäger aller Zeiten ist. Für späte Treffer ist er immer gut. Auch junge Spieler machen das wirklich sehr, sehr gut. Zum Beispiel Johannes Eggestein, der 2 Tore und 2 Vorlagen als Joker gemacht hat. Da sind wir beim nächsten wichtigen Punkt, die Entwicklung. Ich finde, kein anderer Club im Oberhaus entwickelt zurzeit so viele gute junge Spieler. Maxi Eggestein hat eine Pferdelunge, das muss ich einfach mal so sagen. 409,2 Kilometer ist er in dieser Saison gelaufen, mehr als jeder andere Bundesligaspieler. Oder auch Milot Rashica, der Linksaußen ist der Shootingstar dieser Saison. Und da könnte ich jetzt noch zig Namen aufzählen. Fest steht, Europa wird auch nächstes Jahr das Ziel sein und das Team wird im Großen und Ganzen zusammenbleiben. Mit diesem Werder Bremen, und das ist schon mal meine Prognose, werden wir noch sehr viel Spaß haben. So, und zu guter Letzt haben wir noch Eintracht Frankfurt. Eine krasse Saison liegt hinter der SGE und hier habe ich direkt meine Frage an euch. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht? Da flog man in der ersten Runde des DFB-Pokal in Ulm raus. In der Bundesliga gab es in den ersten 5 Spielen auch nur einen Sieg. Man lag in der Tabelle auf Platz 15. Tja, und dann ist die Eintracht plötzlich durchgestartet. Das hat einige Gründe. Trainer Adi Hütter hat einfach Zeit gebraucht, um sein offensives System den Spielern zu erklären. Für sie war es eine sehr schwierige Umstellung, plötzlich so aggressiv nach vorne zu spielen. Es gibt extrem viele Vertikalbälle nach vorne. Das zeigt auch die Passquote. Nur 76% der Bälle kommen beim Mitspieler an. Kein anderes Team ist so schlecht.
Die SGE geht einfach auf Risiko, um mit Vollgas nach vorne zu kommen. Dazu kam auch noch Spielglück und die ganze Euphorie im Umfeld. Ich habe mit Danny da Costa über die Fans gesprochen und er bekam sofort ein Glänzen in den Augen. Bei so einer Stimmung möchte man sich einfach zerreißen und diese paar Prozentpunkte haben die Adler beflügelt. Trotzdem ist und war nicht alles toll. Eintracht Frankfurt hat einfach rein theoretisch den größten Kader der Liga, 34 Spieler, aber auf den Schlüsselpositionen gab es fast keine Rotationen. Eben da Costa spielte in allen Pflichtspielen insgesamt 50 in dieser Saison von Beginn an. Er wurde dazu nur dreimal ausgewechselt. Am Ende waren die Spieler einfach ausgequetscht wie eine Zitrone und fast hätte man deshalb die geile Saison weggeschmissen. Platz 7 bedeutet jetzt, die Eintracht könnte nächste Saison international spielen. Am 25. Juli beginnt die Quali zur Europa League. Die SGE muss 3 Runden überstehen. Dann könnte das nächste Europamärchen beginnen. Und ich denke, ja, ganz Fußball-Deutschland drückt dem Verein die Daumen. Jetzt habe ich noch eine Ankündigung. Am Samstag ist ja das DFB-Pokalfinale. Ich werde dieses Spiel live hier auf YouTube kommentieren. An meiner Seite sitzt dann Max Jakob Ost vom Rasenfunk, also vom, wenn man so will, größten Fußball-Podcast in Deutschland. Das wird eine sehr geile Sache. Ich freue mich tierisch darauf. Schaut deshalb gerne auf dem YouTube-Kanal von der Sportschau vorbei. Da wird das alles passieren. Also ihr werdet uns sehen und gleichzeitig das ganze Fußballspiel, egal ob 90 Minuten, 120 plus Elfmeterschießen, das werden wir dann sehen. Und wir beide werden das dann kommentieren. Also, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch gut Kick und ciao.